frage ich, ob wir dann einen Cut machen. Ich würde sagen, ja. Später weitermachen? Wenn es dann soweit ist. Ja klar, auf jeden Fall weiter. Die Nacht ist noch jung. Ja, hallo? So, versteckter, da kriege ich so viele her, okay. Noch, Eisenerz dabei, oh Gott. Ich brauche mehr Schrauben, das heißt, ich brauche mehr Rohre. Dadurch, dass ich die ganzen Gerätschaften eben abgebaut habe, habe ich noch das rohe Erz dabei, ne? Ui. Und muss das verarbeiten, das dauert umso länger. Das ist viel. Du kennst ja das Gehämmer, ne? Ja klar, ich habe das jetzt auch wieder. Ja, stell dir mal vor, das hätten wir jetzt auch schon alles automatisiert. Viel einfacher wäre das. Boah, das wäre so angenehm. 75 hast du gesagt, ne? 75, ja. Wie viel hast du? Ich bin jetzt bei 48, 49, 50, 51, 52. Und Rotoren bin ich ähnlich. Bin ich bei 60. 1500 Schrauben kann ich herstellen. Ja. Das heißt, ab dem Punkt sind wir dann weiter als bei dir in deiner Singleplayer-Welt, ne? Ja, wenn wir jetzt das abschließen, ja. Im Moment sind wir jetzt bei mir auf dem Niveau und wir sind im Moment 2 Stunden früher quasi gewesen. Gut, hier und da haben wir natürlich hier Eisen doppelt gemacht und so, ne? Ja, klar. Das habe ich natürlich nicht. Also ich sag mal, wir sind 2,5 Stunden wahrscheinlich vor meinem Speicherstand. Ja, okay. Ist ja schon mal ordentlich. Das ist gut, ja. Ja, ich war ja auch alleine, ne? Ja, klar. So. 40. 30. Alter, das ist so nervig. Ist ja angenehmer, wenn du echt so wie in den anderen Spielen einstellen kannst, so viele willst du haben, dann berechnet dir die Zeit. Dann kannst du in der Zeit was anderes machen. Das vielleicht ist kommt sowas fertig. Ja noch, ne? Das wäre echt mega. Ja, so, jetzt kann ich die Rotoren durchbauen. Ich auch. Ich habe alles. Also ich bin fertig. Ja, mir fehlen noch 30. 20. Also ich habe keine Ahnung, wie das dann am Weltraumlift funktioniert und was passiert, ne? Ja, das sehen wir gleich. Habe ich hier auch noch nicht gehabt. Und ich bin fertig. Dann kommen wir rüber. Bin da. Das Ding braucht keinen Strom. Ich glaube, das Ding könnten wir auch nicht betreiben. So, mach du. Mach du. Du musst rund den Hebel runterdrücken. Auf Ziel ist es. Ja. Jetzt wird das Ganze eingespannt. So, Kiste ist breit und Send. Und nach oben gucken. Los! Also, ich hab gerade von dir Schaden bekommen. Ich dachte, das wäre das Ding gewesen. Ich hab mich gerade erschrocken. Hä, lol, das Ding. Ich dachte, das Ding fliegt nochmal weg, aber nein. Nein, das ist ein Weltraumaufzug. Lol. So, und jetzt haben wir die nächsten 2 Stufen frei. Wir können die jetzt hinten. Ja, gut. Jetzt schauen wir mal, was es da so gibt. Ich hab ja auch noch keinen Plan drüber. Wow. Kohlekraft! Okay. LKW-Station! Ja, endlich. Oh, geil. Fördermaß stapelbar. Das ist das, was wir gemeint haben. Ja. Und Förderband Modul 2. Was ist das? Die können schneller transportieren. 120 Ressourcen pro Minute. Ah, das ist eine Fernkampfwaffe, können wir hier bauen. Geil. Was sind Armierungen? Stachelmunition, das ist Munition und so weiter. Ach, geil. Biomasse, was? Hä? Biomasse? Ja, können wir die können wir die Kohlezufuhr können wir automatisieren jetzt. Die was? Wir können Kohlegeneratoren bauen für Strom erzeugen. Wir können Kohle-Scanner updaten, damit können wir Kohle in der Umgebung finden. Und wir können das Ganze automatisieren. Warte, wo warst du gerade? Was ist? So. Hast du mal geguckt, Stufe 4, was es da gibt? Noch nicht. Stahlproduktion gibt es. Was? Verbesserter Nahkampf haben wir dann nochmal was. Oh Gott, ey. Und Belohnung, Lagercontainer, Modul 2 und irgendein Cavalry Belt, MK2, es ist ein schnelleres, glaube ich. Ja, nochmal. Nee, ja, doch, schnelleres. Ja, das kam schneller dann noch. Also, was wir auf jeden Fall jetzt machen müssen, ist Kohlekraft.
Ja. Dann können wir die Biokraftdinger nämlich abbauen. So. Es ist nicht viel. Nein, machst du die 25 Dinger erstmal? Also. Ich mach die Motoren, Rotoren wieder. Ja. Geil. So. Aber später ist das Ziel, das alles mit Öl zu machen, ne? Weil er geht dann. Scheiße. Viel Spaß dabei. Hier brauche ich 25 versteckte Eisenplatten, okay. 3, 4, 5. Oh Mann. Ja, wenigstens kommen wir schon ein Stück näher zur Automatisierung. Wir müssen dann nur Kohle finden, ne? Ja, klar. Wenn wir das jetzt schaffen, den Meilenstein, dann müssen wir direkt mal mit unserem Scanner rumlaufen. So, wo haben wir jetzt hier? Da ist noch Kabel. Da ist Kupfer. Oh, das Spiel, haben sie gesagt. Es macht Spaß, haben sie gesagt. Du kannst viel bauen, haben sie gesagt. Aber dass man hier viel stehen muss und klicken muss, hat keiner gesagt. Hast du nie gefragt, ne? Du hast das nie gefragt. Wo, was? Ich muss die Rotoren auch craften, ne? Und die Ressourcen nur dafür gesammelt. Hey. Was, wir brauchen 200 Kabel? Du leckst. Ich dachte, ich habe 100 gelesen. Oh, nee. Ich hoffe, das war nur wegen deinem Internet. Mario? Ja. Achso, okay. Ich dachte, du wirst. Es ist nicht nur das Internet. Das heißt jetzt? Es ist möglich, dass es gleich ganz weg ist. Also ist es dein PC auch? Ich produziere nichts. Nee, das ist wahrscheinlich die Internetbox. Wir machen mal gerade hier einen Cut, ja? Können wir nicht machen? Ja, bis nach dem Cut. Bis zur nächsten Aufnahmesession. Ciao. Ciao. Okay. Und du kannst für den großen Knopfdruck sorgen. Ja, ich muss mich erstmal die Map hier aufbauen. So. Ach so. So. Ja, nachdem mir letztes Jahr das Internet so halb abgekackt ist. Ach du Scheiße. wir eine kurze Pause eingelegt haben und danach weiter hier die Welt wieder geladen haben, können wir jetzt nun das Paket abschicken. Ach ja, wir wollten noch was. Nein, wollten wir was testen? Nee, wollten wir so nicht testen. Milestone reached. Long range transportation, as well as the construction, wir müssen jetzt viel bauen. Is now encouraged. Ja, was wir haben Fahrzeuge. Wir können Schlepper und LKW schaffen. Coal is 125% more efficient than biomass. Kohlegenerator. Für einen Kohlegenerator brauchen wir. Okay. Wir brauchen. Nein. Ich drücke gerade den falschen Knopf dafür. Ne? Das hast du gerade gemacht. Ich habe die Gegenwart gerade abgesucht. Ach, das sind diese LKW-Stationen, um Fahrzeuge von A nach B zu schicken. LKW-Station? Ja, geh mal auf Fahrzeuge. Also meinst du dieses Ding da unten, das daneben, ja? Ja. Guck dir mal die Beschreibung an. Moment. Versteckte Eisenplatte, okay. Einen Moment. Reicht das schon? Warte, ich bin sofort dabei. Haben wir. Was brauche ich für einen Rotor? Klar, Moment. Ja, das brauchen wir jetzt nicht bauen, ne? Also eigentlich gar nicht. Können wir hier einfach schief gelaufen? Na, ich wollte was bauen gerade. Achso, ich brauche. Davon? Kommt das richtig? Jetzt bist du da dran. Leck.
Ach nö, Michi? Mario? Ja. Ah, jetzt höre ich dich wieder. Es leckt schon wieder, ne? Jetzt gerade nicht, aber eben. Hörst du mich? Ja. Okay. Ich hoffe mal, das fängt sich mit dem Netz. Ich weiß nicht, was hier los ist im Moment. Ich sollte gucken, ja? LKW-Station. Ja, ich sehe es. Lies dir mal die Beschreibung durch. Ja. Verstanden, oder? Ja. So, ich habe jetzt genügend Ressourcen für einen Kohlegenerator. Ja, Moment. Signalisatoren. Wie baut man Signalisatoren? Einfach wieder in die Hand nehmen und in den Boden rammen. Wie man die baut. Kannst du doch an dem Arbeitstisch sehen, ne? Ich suche gerade, wo der ist. Der hat so irgendwo hier hinten aufgestellt, ne? Ah, da. Ja. Signalisatoren. Haben wir nicht davon noch welche? Ist ja voll aufwendig. Haben wir davon noch? Ja, noch 3 Stück. Also ein Kohlegenerator könnte ich jetzt schon bauen. Wenn du noch für den Strom, also genügend Material für den Strommast hast und so. Gleich, ja. Wir müssten noch ein MK1 mitnehmen, ne? So, passt das? Passt. Ich habe jetzt auch was für mich vorbereitet. So. Wir haben zweimal Kohlevorkommen. Einmal 282 Meter West und einmal 570 Meter Ost. So, was hast du jetzt vorgehabt? Ich würde gerade gern mindestens einen Kohlegenerator bauen. Dafür brauchen wir einen MK1, den müssen wir mitnehmen. Ist die Frage, bauen wir den hier und transportieren die Kohle bis hierhin und verarbeiten nein. die hier oder willst nein, du die dort nein, nein. verarbeiten? Hierhin transportieren wir ausschließlich per Strommasten den Strom. Den Strom selber erzeugen wir dann drüben, weil das läuft ja autark, das System. Also sonst hätte ich es nämlich bei Fahrzeugen gemacht. Nee. Ich würde einfach, kannst du dafür sorgen, dass du einen MK1 bauen kannst? Ja. Hast du dir den Plan erstellt, ob du genügend Ressourcen dafür hast? Jede Sekunde. Was ist das? Das sind Fahrzeuge. Ach ja, und die Werkbank hinten drin. Genau. Ach, und der hat einen Kofferraum auch. Ja, deswegen habe ich mir halt gedacht, willst du die Kohle hinten verarbeiten, lässt die Wagen hin und her fahren und fertig. Dann verarbeiten wir das hier. Okay, ja, dann können wir aber, wir brauchen Sprit, ne? Ja. Hier fehlt ein Fahrzeug? Achso, da. Wo befülle ich? Da befülle ich den. So. Bevor wir einsteigen, ja? Ja. Würde ich das gerade gerne mit dir absprechen. Ja, klar. Also, wir müssen mindestens. Wir machen erstmal die Light-Version. Wir brauchen einen MK1. Ja. Hast du genügend Ressourcen dabei für einen MK1? Mir fehlt der kleine Mini-Butler. Der sollte noch in der Kiste sein. Wir hatten noch welche über, glaube ich. Richtig? Guck gerade mal, was ist jetzt? Ja, hab alles. So. Du hast alles für einen MK1 dabei. Genau. Ich habe alles für einen Kohlegenerator dabei. Hast du alles dabei für die kleinen Leitungen hier oben und für zahlreiche von den Mästen hier? Was brauche ich für die Messstrommessen nochmal? Nein, das war ein falscher Knopf.
Du brauchst Draht, du brauchst Eisenstäbe und du brauchst Beton. Wir brauchen wahrscheinlich viele von den Teilen. Weil wir sind knapp 300 Meter entfernt. Kohle vorkommen. Da brauche ich definitiv Kabel. Ja. So, was hast du alles dabei? Ich habe jetzt eigentlich genügend dabei für den Kohlegenerator drin. Ne? Unsere Rakete kommt wieder. Ja, weiter erforschen können wir später. So, Kabel habe ich. Außerdem, hast du einen Signalisator dabei? Milestone Exchange concluded. Fixit Freighter Reentry complete. So, Draht. Was habe ich noch? Hast du einen Signalisator dabei? Nein. Den bräuchten wir. Hattest du nicht gerade welche mit? Ja. Aber? Auto. Wie jetzt Auto? Ja, im Auto. Ah, ein Auto braucht 4 Stück. Unser Auto ist ja angezeigt. Ah, war nicht drauf geachtet. Das Signalisator habe ich jetzt auch einen. Ne, damit markieren wir uns dann unter Kohle-Ding, ne? Ja. Das heißt, du drückst jetzt mal C, gedrückt halten. Ja. Oh. Und jetzt können wir ja auch nach Kohle scannen. Kohle. Scannen nach Kohle. Wir haben 2 Kohlevorkommen. Das nächste ist das im ungefähr Westen mit 239 Meter. Ja. Da müssen wir hin, okay? Ja, wie fährt man das Ding? Weiß ich nicht. Ich dachte, das weißt du. Achso. So. Meep, meep. Pass auf Schluchten auf, ne? Boah. Boah, Alter, die fahren sich ein bisschen scheiße, ne? Ja. Kohle ist wohl da hinten, aber ich glaube, da kommt man nicht hin. Ist, glaube ich, eine Schlucht bei dir. Ja, komm mal hinter mir her. Ach, übrigens, nee, ich hab das gefunden, wo ich gebaut habe. Immer das Singleplayer-Welt. Wo bist du? Ich bin noch hinter dir oben geblieben. Hast du noch genügend Sprit dabei? Ich hab jeweils 100, ne? Ja, aber auch noch als Reserve dabei? Nee, als Reserve habe ich jetzt nicht. Man Vor kann den Autopilot aktivieren. Ja, dazu muss er aber, glaube ich, Strecken haben. Ja, brauchen wir eh nicht. Bin du hast das Spiel verlassen. Dein Ding fährt gerade. Ja. Das fährt jetzt in den Abgrund hin. Ich brauche eine Einladung, bitte. Es ist gerade runtergefahren mit deiner Leiche. Ich brauche bitte eine Einladung. Scheiß Internet, Mann. Konnte dein Wagen leider nicht mehr stoppen. Ja, also das Fahrzeug ist leider... Ja. Ja, wie weit geht's da runter? Ich steig mal aus. Ist das kacke? So weit, dass man den Boden auf jeden Fall nicht sehen kann. Was? Und du lägst. Ja. Ich hasse das Internet. Ich hasse das wie die Pest. Unity Media ist der größte Schrott. Vielleicht das nächste Mal nur das Fahrzeug von mir beladen? Keine Ahnung. Du hast das Spiel verlassen. Schon wieder? Ja. Hä? Einladung. Das ist ganz schön viel Sprit, das Ding.
Schon wieder raus, ne? Schon wieder raus? Ja, geht ja. Ach Mann. Warte mich bitte nochmal ein. Das Geile ist, dass die ganzen Ressourcen weg sind. Ich verstehe dich leider nicht. Ist eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Ja. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Oh mein Gott!